Hallo Leute, heute stelle ich euch die Cydia-App Infinidoc vor. Die müsst ihr euch von Cydia dann runterladen. Und damit kann man dann den Dock, das ist dieses hier, verschieben. Also hin und her wischen, genauso wie beim Seitenwechsel von den anderen Apps. Ja, also ich finde es eigentlich ein richtig gutes Tool. Da kann man auch richtig viele Apps reintun, also so viel wie man möchte. Ja, dazu geht man auf Cydia. Und geht dann auf Verwalten unten. Das vorletzte dann auf Pakete und dann oben rechts auf Bearbeiten, dann hinzufügen oben links. So, und da gebt ihr dann die Quelle ein, cydia.xlice.com. Das schreibe ich noch in die Beschreibung rein. So, dann auf Quelle hinzufügen. Ja, und dann geht ihr auf Suchen. Und da gebt ihr dann oben ein Infinidoc. Also I-N-F-N-I und Doc. Da wählt ihr dann das zweite aus. Das erste ist von Big Boss. Da könnt ihr es auch runterladen. Aber die Alternative ist dann XLIZE. Ja, dann geht ihr oben rechts auf Installieren. Bei mir steht schon Verändern, weil ich das ja schon runtergeladen habe. Ja, dann installiert ihr euch das. Und dann könnt ihr da einfach Icons einfach in den Dock reinschieben, so viel wie ihr wollt. Es gibt keine Begrenzung. Ja, das ist Infinidoc. Ich finde das eine richtig gute App.